Ja, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial mit eurem Rumpel. Heute zu Myths of Empire. Wir haben schon mal einen Myths of Empire Server erstellt, lange ist es her. Aber heute am 21. kamen ja die neuen Files und das Spiel wieder auf Steam zurück und eine neue Map und ganz viele Änderungen oder kleine Änderungen, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Und wir zeigen euch heute noch einmal, wie man einen Server installiert oder einrichtet. Das machen wir jetzt hier kurz und bündig. Ihr wisst ja selber, ich installiere meine Spiele immer mit dem Steam GUI Tool oder ich mache es direkt hier über AMP Cuckoo, das Webinterface, da wird auch noch im nächsten Video kommen, oder ja, irgendwelche ausgewählten Tools, oder ich nehme ganz einfach hier mein Steam Client, ja, da gehen wir jetzt auch mal drauf, da gibt es die Dedicated Server Files und natürlich das Spiel. Also jetzt gibt es natürlich einen Haken, ja. Wenn ihr die normalen Dedicated Server Tools runterladet, ladet ihr 7,37 GB runter. Das ist jetzt nur der Server, ohne die ganzen Tools, die ihr braucht, um den Server zu erstellen. So, und dann gibt es die zwei Möglichkeiten. Entweder habt ihr genug Platz auf, auf euren Server, ladet euch das ganze Spiel runter, ja, das ganz normale, ignoriert die Server-Files. Oder ihr ladet den Server runter, ja, den Dedicated Server hier, ja, und geht ganz einfach hinterher, wenn ihr euer Spiel ja eingerichtet habt, das habt ihr ja bei euch auf dem PC, sonst könnt ihr ja nicht spielen, geht ihr ganz einfach in euer Verzeichnis hier, Eigenschaften und installierte Dateien durchsuchen. Wir haben das hier schon mal aufgemacht für euch und ladet euch einmal Privat Server Tool und Matrix Server Tool runter. Um euch selber nochmal 7 GB Platz zu verschaffen auf euren heimischen PC, könnt ihr ruhig Windows Server Private Server löschen, weil hier liegt der Server nämlich auch nochmal drauf. Ja, so, ihr kopiert ganz einfach hier den privaten Server Tool und die Matrix Server Tool. So, nehmt das Ganze mit auf euren Remote Desktop. Ja, haben wir das hier schon mal vorbereitet. So, dann könnt ihr das Matrix Server Tool öffnen. Das sieht in der Regel genauso aus wie das Privat Server Tool. Da gehen wir jetzt aber auch nicht mehr ein, weil da könnt ihr mit Datenbanken erstellen, ja, für Cluster Server. Ihr könnt Battle Server erstellen und ihr könnt Launch Server erstellen und so weiter. Da haben wir uns aber auch noch nicht mit befasst. Ja, es gibt ja, wie ihr gesehen habt, gibt es ja eine Roadmap für Server und da gibt es ja verschiedene Servermöglichkeiten zu erstellen und wir wollen ja eigentlich nur einen normalen reinen Spielserver haben, à la PvP oder PvE, und das haben wir auch gemacht. Das Ganze machen wir wie gewohnt mit diesem Privat-Server-Tool, klicken hier quasi drauf, ja, und sagen hier zum Beispiel, weil viele finden die neue Map nicht, so, die alte Map war Central Mainland und die neue heißt Eastern Mainland, also stellen wir auf Eastern Mainland. So, dann gehen wir vor, lassen das erstmal so stehen, wie es ist, gehen oben in die Basic Settings, geben hier unseren Servernamen ein, Serverpasswort ein, ja, bearbeiten alles so, wie wir es möchten. Hier unten kommt eure Steam 460 ID rein. So, was wir auf jeden Fall rausmachen sollten, ist Startserver in Peer-to-Peer-Mod. Ja, schwachsinnig, braucht man nicht, läuft nicht gut und, naja, ob es nicht gut läuft, weiß ich momentan nicht, aber Peer-to-Peer sagt ja schon alles. So, wir gehen alle Einstellungen durch, wie wir es wollen, wie wir es von damals her kennen. Oder auch als Newbie geht es durch und stellt eure Sachen ein. Ich selber mache das hier nicht. Ich mache es hinterher separat im Server-Admin. So, dann gehen wir hier zurück auf die Startkonsole, sagen einmal Save, ja, und bestätigen dies damit Ja. Ich mache das jetzt nicht, weil dann überschreibe ich meine Datei. Ich sage jetzt einfach nur beenden hier oben und sage No. Dann gehe ich einfach in die ja, Server Palm Config, die lasse ich auch bestehen. Öffne das Ganze mit Notepad, sage strg1 und strg1 A markieren. Dann kopiere ich mir alles und nehme das mit in meinen Server, in meinem OE-Server, weil ich habe den ja mit dem Steam GUI installiert, ja, dann, das wird ganz einfach installiert, das Tool kennt ihr ja, ich schreibe da vorher meinen Namen rein, die Server-ID
habe mein Steam CD vorher installiert und er lädt ganz einfach das Spiel runter. Ich spare mir damit ganz einfach nur die Installation. Ihr könnt es mit Steam CMD ganz normal machen oder wie ich vorhin erklärt habe mit dem Client oder mit gewissen Webinterfaces und so weiter. Und ja, was machen wir damit? Dann geben wir, wie gesagt, hier wie folgt vor. Ich starte dann erstmal einmal den Server einmal nackig, ja. Lass ihn hier, das sehe ich da im Task Manager. Jetzt sehen wir natürlich, der hat jetzt schon hier gut 10 GB. Ich lasse den einmal kurz hochfahren, so 5 Minuten. Ja, dann ist er so in der Regel bei 730 bis 1 GB Kapazität, weil es ist ja auch noch nichts eingestellt. Dann beende ich diesen Server im Task Manager. So, fahre wieder zurück oder gehe wieder zurück im Ordner auf Moe. Ja, dann sehe ich dann den Ordner Saved. Gehe auf Config, gehe auf Windows Server, gehe in die Game User Settings und kopiere alles rein, was ich in der Server Palm Config drin hatte. Das gleiche wiederhole ich nochmal für die Game ID. Das zeige ich euch dann nochmal einmal bildlich. So, und dann kopiere ich hier auch alles rein. Sag oben Speichern hier, wenn ich alles reinkopiert habe und schließe das Fenster. So, wenn wir das gemacht haben, ja. Ist eigentlich alles nur noch ganz einfach. Dann gehen wir einfach wieder zurück. So, Müs. Und dann haben wir wieder unser Privatserver-Tool und nehmen uns hier die Exe raus, die Start-Bat. So, die nehmen wir mit und kopieren die hier in den Hauptort nach vorne. Ihr seht das ja, Game-Server. Hier ist unser Hauptserver, Müs neu. Kopieren die hier rein. So, und dann gehen wir einfach wie vor. Moe, Benares, Win64, hier ist der Moe-Server. So, einmal reinklicken und den Pfad kopieren. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir wieder zurück auf unsere Start-Privatserver-Bat-Datei, öffnen die wieder mit Notepad. So, und geben ganz einfach hier in diesen Bereich ein unser Verzeichnis. Sollte hier kein Moe-Server stehen, dann haben wir quasi ja das kopiert, das eingefügt und schreiben einfach hier hinter moe-server.exe. Den Rest kennt ihr eigentlich, da sind die Voreinstellungen, die wir gemacht haben, vorher mit dem PC-Tool. Ja. So, beenden das Ganze, drücken dann hier auf Start. Ja. Wir haben jetzt ja die Verknüpfung da drin gesetzt, wo er gesagt, die Bat-Datei, den Server findet, unter welchen Pfad, den kopieren wir rein. Das können wir euch ja noch mal kurz zeigen. So, hier ist dieser Pfad. Ja, okay. So, Fenster schließen, Server Doppelklick anklicken, Server fährt hoch. Wie ihr es hier seht. Ihr lasst ihn ein wenig hochfahren, macht euer Windows Server zu. Klatsch, weil ich brauche den jetzt nicht mehr. Und gehe mal ins Spiel. So, das Fenster mache ich auch zu, das brauche ich auch nicht mehr. So, und das machen wir auch zu. Und jetzt starte ich unser Spiel. So, drei ist ein bisschen dauern. So, und okay. Bei manchen kann das Spiel mal kurz abstürzen. Das liegt hier am Easy Anti-Cheat. Wenn alle Stricke reißen und es nicht hochfahren will, dann ganz einfach mal den oder das Spiel reparieren. So, wir warten jetzt ein bisschen, jetzt müsste gleich das Intro kommen. Na, sieht gut aus. Genau, er lädt und lädt und lädt. So, dann machen wir das Ganze weg. Und dann gehen wir auf Server erstellen. Weil unser Server ist ja hochgefahren. Große Welten ignorieren wir. Das sind dann sowas wie Cluster-Server und so weiter. Ja. Und dann gehen wir ganz einfach in die Einzelserver. Ja. Hier sind die großen Welten. Hier sind die Einzelserver. So, wie ihr seht, haben wir unseren hier unten schon gefunden. Wenn nicht, gebt ihr einfach Einzelserver. Geht auf Einzelserver. Schreibt hier euren Servernamen rein. Ja, heißt alles das rein, weil dann seht ihr in der Regel schon. So, wie gesagt, hier ist euer Server. Ich sag da mal verbinden. So, gebe mein Passwort ein. Ja, mein Passwort, was ich kenne. Und dann sage ich bestätigen.
So, jetzt kommen wir ganz einfach ins Spiel, wie ihr es gewohnt oder, ne, auch kennt. Und ja, können einfach daddeln, wie gehabt. Die Server liegen auch bei einem guten Ping zwischen 7er und 11er, 12er Ping. Das wird sich natürlich ändern, wenn man natürlich mehr Server auf der gleichen oder derselben Ping hat. Oder wenn natürlich im System auch mehrere Spielserver laufen. So, wir warten noch ein wenig. So. Geht gleich los. Ja, hat ja eine große Fläche. Hier, sag ich mal, zum Stanzen. Er baut auf. Es sieht sehr prächtig aus. Es läuft auch gut. Ja. Und ja. Das ist jetzt die Grafik hier schon mit DLSS. In Qualität. Und ja. Die Sonne sieht ja eigentlich alles hier sehr hübsch aus, die Palmen bewegen sich und so weiter. Ist richtig ein schönes Spiel geworden. So, gut, was machen wir jetzt? Die Sonne geht auf oder ist aufgegangen. Ja, und ja, wir würden jetzt hier weiterhin abbauen oder erstmal unser Spiel einstellen. So, wir haben ja vorhin gesagt, wir geben unsere Steam 64 ID ein. Diejenigen, die eingegeben haben und als Admin gesetzt sind, ja, können dann hier unter die Server-Einstellung, ja, das ist auch wieder alles selbsterklärend wie damals. Der Vorteil ist nur diesmal, dass die ganzen Server-Parameter ordentlich auf Deutsch hier stehen. Entschuldigung. Ja, wir stellen unseren Server nach Bedarf ein und haben einfach Spaß. Das war's dann auch schon wieder. Solltet ihr Fragen haben, ja, dann stellt sie uns einfach auf den Discord. Ja, lasst einen Daumen da oder einen Kaffee für mich. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lieb Gruß, euer Rumpel. Ciao, ciao, bye, bye.